So, welcome back. Yes, Credo. Arsch und Credo. Hätte ich mal eben wahrscheinlich vorher schon mal wegpacken sollen. Plastik. Plastik. Weg damit. Werbung beginnt in einer Minute. Ja, das ist auch fein. Schön, dass ich aber die Info bekomme vorher. Oh Gott, ich habe eben so eine Müdigkeitsschelle bekommen. Ich hoffe, das geht gleich wieder weg. Im letzten Mal haben wir Jerusalem. Wait, Jerusalem und Akkon. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu... Fertig, genau. Kick. Oh ja. Dann geht's in eine neue City. Nach Damaskus. Und da werden wir wieder sehr viele Wiederholungen machen müssen. Aber das nach der Werbung. Die Larcher jetzt erstmal hin, beziehungsweise Schnellreise. Wait. Ah ja, genau so. Hier wieder reinkommen. Hey. Ja. Zocken tue ich jetzt mal mit der neuen Trollbrille, die eigentlich wahrscheinlich nochmal überarbeitet werden muss. Werde ich wahrscheinlich demnächst nochmal einen Termin machen. Diese wilden Hiebe öffnen den wahrscheinlich für nächsten Montag oder so. Bringen euch einen frühen Tod. Was schaut. Damaskus. Königreich. Jerusalem. Masjaf. Ich hoffe, da kommt nicht direkt eine Cutscene. Umland, Büro. Ja, Umland, weil wir waren da ja noch nicht einmal. Also definitiv Umland, ne? Büro. Ja. Bullshit. Warten wir einfach noch die paar Sekunden ab. Ui. Two, one. Welcome back. So, Umland. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige. So, so. Das machen wir in Heal nach. Wurde es gesehen, geh erstmal Leute umbringen. Es sieht ja doch schon irgendwie aus, als wären wir hier schon gewesen. Aber eigentlich? Ist doch zweimal. Ist doch vorher erst in Jerusalem. Dann in Akkon. Und dann, jetzt haben wir doch beides zur Auswahl, ne? Ja, beides zur Auswahl. Wait. Gedächtnislog. Zusätzliche Erinnerung. Ja, alle Templer töten. Das haben wir natürlich noch nicht. Deutsche Ordensflagge. Hinfahrt! Macht dich nach euch klar!
In Fort. Oh, das sind unsere Kollegen. Mit denen kommen wir rein. Hallo, Leute. Ich hoffe, ihr bringt mich rein. Gut, dass ich hier keine Taste drücken muss. Dann kann ich in Ruhe meine Augen reiben hier. Wer da wirklich? Wir waren. Wir doch schon einmal hier. Was da passt? Wer war hier von? Hätte ich doch wahrscheinlich alles aufgedeckt. Oder war ich bei. Ach nee, ich war beim letzten Mal. Ich bin beim letzten Mal hier schon hergeportet gehabt einmal. Ja, kommt nur. Ich zeige euch mein ganzes Angebot. Liebe Leute, kommt und schaut meine Waren. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Interessiert ihr euch für meine Ware? Nee, ich nicht. Ich kann eh nichts kaufen. Willkommen. Ich habe alles, was ihr braucht. Ich habe genau das, was ihr braucht. Überlegen, ob ich beim letzten Mal da schon reingegangen war. Ja, gut. Tschüss. Lass mich durch. Ja, gut. Dann einmal direkt hier rüber. Seht ihr etwas, was ihr mögt? Ihr wollt einen guten Handel? Bürger, hört mich an! Das haben eigentlich meine Wurfmesser. Ihr werdet es nicht bereuen! Sehen? Meinst du? Wollte ich nicht nur. Ach nee, ich habe wahrscheinlich mehr bekommen. Ihr werdet es nicht bereuen! Hier findet ihr alles, was ihr. Wir haben ja letzt wieder einen. Einen Rang-Upgrade bekommen. Ne? Damit neue Techniken bekommen. In Anführungszeichen neue. Oh, fuck. Ja. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Weiß ich auch nicht. Was bringt mich dazu? Was bringt mich dazu, das zu tun? Nee, es ging ja ganz hoch. Ganz ab. Abidibab. Skibidibab. Siehste Scheiße. Ich wollte eigentlich geguckt haben, auf welche Sprache man das Spiel eigentlich einstellen kann. Geht bestimmt nicht hier in-game heraus. Option. Elemente. Nee. Gameplay. Menschenmenge. Was? Menschenmenge Max. Blut an aus. Vibration. Halten, um Ziel zu erfassen. Wait, halten, um Ziel zu erfassen? Ah ja, stimmt. Wo ist denn. Machen wir den einmal. Hi. Es geht. Ey, du! Sacker-Kacker! Das kostet dich nein, verdammt. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, ja. Bestimmt. Ach so, einmal hoch, ne? Hoch und hinaus. Was ist das? Weit auf der Hut. Er versucht uns ständig. Mhm. Seid stark. So stark wie Salah al-Din. Und
So stark wie Salami. Seid stark wie Salami. Stark wie Salat. Na komm. Alarm. So, hier will jemand umgebracht werden, ja? Ich gehört. Was schleudert ihr da herum? Geht, wir handeln gegen den Willen. Was habe ich getan? Stirb, Dieb! Stirb, Dieb! Dreckiger Dieb! Okay, Spiel crasht einfach. Okay. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, oder? Glaube ich bisher noch gar nicht. Fuck. Naja, komm, überspringen, das ist fucking laut, Mann. Die Frage ist jetzt: Was darf ich wiederholen und was nicht? Wann speichert er automatisch? Nee, komm. Speichert der unter dem Mantel. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere. Mhm. Okay, es hat auf jeden Fall gespeichert, dass ich hier in der City angekommen bin. Das hat meine Position nicht gespielt. Definitiv nicht. Aber. Oh, okay. Ja. Shit. Oder war man im ersten Part hier in Damaskus und ich dachte, das wäre ich Jerusalem gewesen? Ich will erklären, warum. Dem anderen Teilen schon fertig war das Zeug, was ich dachte, was nicht fertig ist. Er wird sich noch verletzen. Verletzt dich gleich. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen. Das wird euch das Leben kosten. Wollt ihr etwas? Vorsicht jetzt. Gut. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Mhm. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Hey. Seht ihr etwas, was ihr mögt? Seht ihr etwas, was ihr mögt? Nee, nee. Ganz bestimmt nicht. Warum tut er das wohl? Gute Frage, warum macht er das? Und seht, was ich euch geschrieben habe. Fuß. Allmächtiger. Ich habe Wunder. Jetzt. So eine Schande. Oh. So. Ab dafür. Arme Seele. Wie viel fehlt mir zum nächsten Punkt? Ich weiß, dass du hier bist. Dum, 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 dum. Wait. Ach nee. Im ersten Moment, da wäre direkt unter dem Turm auch noch was. Das wird euch das Leben kosten. Dieb! Elender Dieb! Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Warum hilft dir denn niemand? Ich brauche
Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Warum tut er das wohl? Gott, der warme Weh. Wer ist der Rüge? Naja, scheiß es doch. Der wird halt mithelfen. Stirb, Dieb! Stirb, Dieb! Vorsicht jetzt! Nö. Ey, nee. Ey. Ich hol mir deinen Kopf. Ja, ich hol mir gleich deine Schwester. Wie kannst du glauben, dass ich dich jetzt nein. Nee. Oh, wait. Yay. Er ist sich flach gelegt, aber also wow. Gegen die Wand. Jetzt habe ich gestorben. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Also ist dann. Ich schulde euch mein. Du wirst nie entkommen! Aua! Ey! Ich bin in den Kamerafokus gefrost. Was hast du davon? Schlitt! Oh! Auch ein Trottel, der da einfach reinspringt. Schlitt! Och. Weiß nicht. Ist halt echt. Wach. Leute haben sich bei den neueren Spielen dann irgendwann beschwert, dass das immer nur das gleiche ist, was man da macht. Dass sich alles wiederholt. Kletter hier rauf, kletter da drauf. Töte Dude. Aber das hier ist halt wirklich eigentlich ganz halt nur das gleiche. Also hier merkt man es halt richtig. Die Person, die man am Ende eines Bezirks dann töten muss, mag anders sein und man tötet die vielleicht ein bisschen anders. Je nachdem, ob man denkt, das macht man mal jetzt. Aber an sich. Einmal. Oh. Nein, mein Leben endet nicht. Deins endet. Nicht gelernt. Eins endet. Weil ein paar davon halt schon fertig waren, ne? Gedächtnisabschnitt 2 Aussichtspunkt erreicht. Ja, ich glaube nämlich, der Gedanke ist, dass ich hier hingehe. Mann. Na ja, gut. Ich mich gerade nicht daran erinnern, dass ich direkt rechts rumgelatscht war. Links rum ist das ja dann. Ohne Karte hier. Ja, aber gut. Zu euren Diensten. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Braucht ihr etwas? Ja, dein Leben. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Oh, Junge. Schlitz und Schlitz. Oh. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Und jetzt kommen wir wieder zurück, Latschen. Ist das nicht schön? Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Ihr werdet nirgends besser erfreien. Bürger retten, Schingerlinger Ding. Wollt ihr, was ihr seht?
Nee. Ins Feuer will ich nicht. Ja, kommt nur, kommt nur. Ich zeige euch mein ganzes Angebot. Blub, blub. Mann. Mein Brain. Stop. Willkommen. Ich habe alles, was ihr braucht. Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Musst du auch nicht verstehen. Was damit erreichen will, ist nämlich mein Ziel. Hab keine Zweifel! Wir kämpfen um unsere schiere Existenz! Der flieht doch vor etwas. Was ist denn in ihn gefahren? Er scheint sehr in Eile zu sein. Mhm. Ja, der alter Ior, der muss halt wie ein Stier. Bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre, sein Leben im Dienste Gottes zu leben. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Oh. Oh. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt mehr AP habe als vorher. Also, als man zu Beginn hat. Er ruht. Man müsste ja trotzdem noch mehr bekommen können. Kann ich das eigentlich überspringen hier? In späteren Teilen konnte man das irgendwann überspringen, also ab irgendeinem Teil. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Prob. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und mhm. Bitte helft. Was wollt ihr? Ihr wart immer noch dein Leben. Wait, da hat er instant drauf reagiert. Du bist ja ein Cheater. Jetzt über die Brüstung. Oh, hat sogar funktioniert. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Immer wieder aufs Neue witzig. Wenn sie plötzlich vergisst, dass ich sie gerade befreit habe. Nachdem ich sie befreit habe. Aber die Nebenaufgaben kann ich nicht nachholen. Ich kann die Leute befreien, aber nicht die Nebenaufgaben nachholen. Da müsste ich extra nochmal wieder Dings machen. Den Part. Warum rennt er wohl so herum? Das ist doof, aber so ist es halt. Gesehen hätte. Oh boy. Da wollte Nisa wieder raussprinten. Er wollte mich wieder umbringen. Oh. Oh. Macht Platz. Was wollt ihr denn? Stirb, Dieb. Geht das wieder los? Was steht da herum? Geht, Angeber. Das kommt durch den Kopf. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren.
So. Bitte euch. Fragen die jetzt schon nach Geld durch die Wand? Ja, das bin ich auch. Wie konnte das nur passieren? Krank. Hungrig. Naja. Aber ist der. Seltsam. Ja gut. Ah, Leiter. Leider eine... Oh, hallo, Schwester. Jetzt endet dein Leben. What the f... Aua, ey Junge. Al Runa, tschüss. Wer hat das getan? Ich nicht. Er hat sich selbst umgebracht. Verstehst du? Lass die nicht entkommen! Euch hol ich mir! Was? Ja, Junge, du warst in der Arbeit. Oh, ab, Junge. Hast du nicht gelernt, oder was? Nein. Ja, genau so. Ja, okay. Oh, klappt ja. Funktioniert ja. Oh boy. Das will man auch definitiv machen. Alter. Ist das auch ein Ausguck? Davon, also von dort aus müsste ich wirklich die ganze Stadt sehen können. Und dem Turm da. Gibt es noch einen höheren? Nee. Na, von da oben aus. Ich meine, wahrscheinlich. Hey, doch, man wird da wahrscheinlich drauf gehen können, ne? Hätte ich wahrscheinlich sogar müssen, wo ihr drauf schaut. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, hätten sie mir nicht den zeigen können, dann hätte ich einen besseren Pfad gehabt. Wobei, der ist noch extra. Ja. Was ist das? Was ist hier geschehen? Jemand ist vom Dach gefallen. Wer hat das getan? Helft mir! Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Bitte, so tut doch einfach nicht! Bereue deine Sünde, könnte ich fliehen! Ja. Na. Das ist reine Zeitverschwendung. Oh, tschüss. Cool. So, tschüss. Beats. Wie hast du das geschafft? Na, ist auch noch. Tanzen bringt ja nicht viel. Oh. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Sicher. Da drüben! Jetzt endet dein Leben. Junge. Oh, ja, renn da noch vor. Alter, ich sehe so viel. Haltet diesen Mann. Nö. Alter, die Leute, die wollen doch echt alle abgestochen werden, oder? Ich bin ganz ehrlich. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich kein ultra bekannter Streamer bin.
Ich wette, weil dann würde ich bloß irgendwann lesen. Dieser Streamer hat geistig. Nee, was ist nochmal das korrekte Wort? Ich habe schon gerade wieder vergessen. Eingeschränkte oder benachteiligte, genau, hat geistig benachteiligte Menschen ermordet. Seht nur, was macht er da? Nichts, was ich nicht schon gesehen. Wird natürlich extra nicht in-game, in dem Spiel gesagt, damit man das mehr baiten kann. So. Oh, shit. Sorry, das wollte ich gar nicht. Ist der verrückt? Er wird Ärger verursachen. Jemand soll ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Oh nein, sitze ich hier halt einfach nur so. Ja, Mann, Leute. Soll ich mich durch die Gegend schubsen lassen von irgendwelchen Bobs, die stumpfsinnig 3 Meter breit sind? Oder zumindest so tun, als wären sie es? Kommen wir denn da hin? Ihr habt nichts hier zu suchen. Doch, ich hab was zu suchen. Mein Leben! Oder Gravitation für dich. Der andere Zaun war nie einfach höher und der ist, die sind darüber geflogen. Hä? Oder auch mit den Frauen. Das geht ja gar nicht. Und die einen da ganze Zeit anbetteln und einen ganze Zeit vor die Füße treten. Ich meine, gut, ich habe die bisher nur einmal umgebracht, aber das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Geronimo! Das ist eins der normalen Ziele. Informantenherausforderung, okay. Soll man Leute unbemerkt abmurksen? Keine Bogenschützen? Das ist einer der Knackpunkte. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ja, stell dir vor, ich habe auch gerade nichts. Warum auch? Kann ja eh nichts kaufen damit. Also wozu willst du überhaupt Geld, wenn man hier nichts kaufen kann? Die Leute haben hier zwar Tomaten und sowas, aber es ist was anderes. Nein. Oh. Hä? Jetzt zück doch mal dein scheiß verdammtes Schwert, du Sack. Nee. Wo will der denn ganz hin? Oh. Ach, der ist schon tot. Hä, warum steckt er seine Waffe weg? Junge. Alter, ihr ist so zurückgeblieben. Ich könnte fast sagen, der gehört geschlagen. Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh, wie konnte das nur... So, das war ja gar nicht das Ding. Also, endlich treffen wir uns. Es scheint tragisch. Wollte ich aber nicht treffen. Es ist eine Ehre, sein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Es gibt keinen größeren Ruhm. Wer wollte er jetzt? Nein, geht nicht. Tu ein paar Münzen für meine Kinder, bitte. Eieiei, ein paar Münzen für meine Kinder. Die können auch nichts kaufen. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Alter, du kriegst gleich eine. Ihr habt falsche Lehre hier da herum. Lass hin. Jetzt endet dein Leben. Nee. Was? Der will gleich graben, ich sehe das schon. Au, der will doch nicht graben.
Aber es ist so eine. Das ist eine Labertasche, das ist es. Ja, friss. Dank. So. Der letzte? Yes. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Kamera, bitte. So, wo ist die Flitzpiepe? Hä? Wo ist die Flitzpiepe? Hä? Hat er sich jetzt ganz schnell verpisst, weil er gesehen hat, dass jemand abgestochen wurde direkt neben ihm? Und neben den er durch die Gegend schubsen musste? Hä? Mist, Alter. Ja, machen wir ihm die Ausnahme. Altair, mein Freund und Bruder, es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. 4? Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Okay. Also soll ich nur 2 umbringen? Jetzt hier melden sich wieder bei mir Firma, ohne entdeckt zu werden. Naja. Wo wird er bloß? Eine milde Gabe. Bitte nur an Peters nicht. Ich habe nicht. Ach so. Ich flehe euch an. Ich bitte nur an die kleinen Bitte. Bitte. Okay. Ihr seid hier nicht erwünscht, geht. Was ist denn nicht erwünscht? Was? Ach, Mann, nee, so scheiß. Gerätschaft. Lutschenden. Bogenschützen. So. Kannst mich mal. Das ist wahrscheinlich hier gleich wiederholen. Ich ist zu viel Zeit hier verbrauche. Wie das war das noch? Ach, wait. Och, warum? Junge! Warum klettert er nicht da? Zumal. Scheiße. Nein. Ernsthaft? Der da vorne? Nee. Herr Bob. Herr Bob? Genau, Mendele, wie viel der alle hat. Oder whatever. Ach, das ist wieder einer unten drin oder was? Und ich kann da nicht von oben rein. Seid doch scheiße. Wie der denn ganz hin? Nein. Ich hätte sowas von gesehen dabei. Shit. Wo muss ich? Komm ich da hin? Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Ne, komm ich nicht hin. Liebe Leute, komm und okay. Jetzt weiß ich aber wenigstens, wo wer steht, also. Wird doch relativ easy sein. Eine kleine Spende. Schnauze, Alter. Besseres zu tun.
Sorry, ist Absicht. Ja, komm. Hä? Magga? Tu nicht so, als ob du nicht klettern kannst. Ja, du kannst es nicht. Aber das heißt nicht, dass du das ja auch noch hier so lange hängen musst. Das war ja super schwer. Super duper schwer. Nein, ihr versteht es nicht. Doch, ich verstehe es sehr wohl. War das großartig. Genau wie in Aleppo, erinnert ihr euch? Nein. Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Next. Bitte, eine kleine Spende. Was? Stumpfe. Was? Ach so, okay. Ja. War da einfach so ein komischer grauer Wasserstrahl. Das sieht ein bisschen sehr dunkel aus, muss ich sagen. Komme ich da ran? Rauf? Rüber? Ja gut, einarmig ist klar, dass ich da nicht hochkomme. Also, wo hat er seinen Arm hingesteckt? Und wann ist er verschwunden? Wann habe ich meinen Arm verloren? Das hätte ich jetzt... Ach, jetzt habe ich ihn wieder. Aber... Okay, also hier wird das... Wait, da könnte es werden. Hier könnte es werden, wenn ihr denn überhaupt klettern wollen täte. Ich glaube aber nicht, dass er es will. Oh. Das war natürlich geplant. Wait, ernsthaft? Er kann nicht schwimmen? Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Denke ich halt auch so. Mag der Meinung sein, du brauchst nicht schwimmen können, aber... Was ist, wenn du es doch brauchst? Sei lieber vorbereitet. Und wofür kann ich hier hinlatschen? So, ja. Hier scheint ja komplett falsch zu sein. Da ist auch noch mehr Wasser. Wait a second. Ich
bin ja voll an in der Luft laufen. Bum, 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 bum. Muss ich wohl doch irgendwo hier hochklettern. Okay, da kann er sich nicht festhalten, dafür ist er zu dumm. Kann er sich hier festhalten? Bringt aber eh nichts. Das ist die Frage der Fragen. Kann er sich festhalten, aber... Ja... Okay, okay. Vielversprechend. Ja, nice. Nicht so nice. Geil. Einbare Druckplatte. Da geht's nicht rein. Jetzt tu nicht so. Kommst du da hoch? Und da hoch. Von dort aus müsste er aber auch ganz. Ja, ja, sehr schön. Kannst ja doch halbwegs klettern. So, wo muss ich ganz. Das ist ja so ein. Oh, falsche Seite anscheinend, oder? Halt! Das ihr dürft hier nicht passieren! Insgesamt hier, okay. Tretet jetzt zurück. Krupp. Ihr habt nichts hier zu suchen. Habe ich sehr wohl. Okay. Ist ja schon ein schickes Gebäude, so größentechnisch. Muss ich ja schon sagen. Oh. Ja, gut. Dann ab dafür. Wo auch immer der Ausgang ist. Ja, das Spiel hat ja jetzt. Nicht allzu viel. Also eigentlich hat das ja gar keinen. Ja, wobei doch. Sammelsachen hat es ja. Dumme Sammelsachen. Wobei, über nachdenke. Zweiter Teil. Was hat man da gesammelt? Da hat man nur Kisten gesammelt, ne? Ja, das war eigentlich noch okay irgendwo. Aber es ist eigentlich auch nicht großartig anders als Flaggen. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen! Drei und nachfolgenden Teilen. Ich hole mir deine Heide! Da hat man ja. Naja, Federn und so Quark sammeln müssen, die sich auch noch bewegen. Das war disgusting. Alter, warum hat sich die Kamera gedreht? Der Typ wäre durch den Schutz zum Tod gewesen. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Next. Da gibt's eine Schlägerei, Taschendiebstahl, nicht Schlägerei. Ja gut, theoretisch kann ich halt auch das erst machen. Und dann direkt nach rechts oben abdrehen. Ach nee, muss den ja nur. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet.
ihr von mir. Yes. Den Quark, den juckt es einfach gar nicht mehr. Hat sich schon damit abgefunden, dass er dann umgebracht wird demnächst. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Echt gute Frage, warum die eigentlich nur zu mir rennen. Darf ich wohl gleich wieder neue klauen, wa? Hätte ich eh früher oder später gewusst. Sieht ein bisschen zu weit weg aus, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich muss... Von hier aus könnte es theoretisch... Ah, nee. Der tut. Was? Mother hatte Tahuna? Da Kartoffeln. Oh, das ist ein hohes also Gedöns. Nee, da ist doch kein Mörder in der Nähe. Nee. Also ich war es jedenfalls nicht. Ach da. Mörder. Nee. Hä? Alter! Was hast du für Haki? Ah. Jetzt nochmal den. Angenehmer, wenn auf zwei verschiedenen Seiten hier so ein Teil wäre. Ein Heuhaufen. Aber nee. Ich glaube, das hat sich auch später auch nicht geändert. Ja, aber dann wiederum in späteren Teilen sind die meistens nicht so breit. Aber trotzdem angenehmer. Hi. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Ja, muss ich wohl erstmal nach oben. Wieder mal. Jemand sollte ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Ja, ich bin Jesus. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Doch. Ist er verrückt? Nach wie vor. Das kostet dich den Kopf. Kostet dich was anderes. Komm hierher zurück. Ja, gespannt. Was
Ich muss ja jetzt den Weg hierher, ne? Alles. What the fuck? Was fällt dir ein, hier hin zu rennen? So, nochmal tschüss. Hat der überlebt? Nee, würde nicht. Frage ist allerdings, da ich ja immer noch gesucht werde. Jetzt kommen mehrere? Warum bist du gegen die Wand gerannt? Alter! Nee, Alter! Junge! Nee, 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 nee! Raster? Ich verstehe das nicht. Wer hat gesehen, was hier geschah? Was ist hier geschehen? Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? In der Wüste. Boah. Will die Frage, ne? Was ist das? Ich glaube, von hier aus habe ich eine bessere Chance, irgendwie was zu finden. Wait, war ich nicht so... War ich doch sogar schon drauf. Und auf... Ja doch, natürlich. War doch hier vorne. Alles ein Gebäude? Na denn... Alles ein und dasselbe Gebäude, ey. Sheesh. Aber hier komme ich nicht hoch. Ah. Weiß zwar nicht, warum er nach links gejumpt ist automatisch. Nach rechts gesprungen automatisch. Ist, aber ja. Solange ich hochkomme. Sagen. Kannst du mir jetzt nie erzählen, dass er nicht hochkommt, weil er seine Beine nicht hochnehmen kann. Boah, ganz runter will ich jetzt eigentlich nicht, weil ich will hier auf dem Dach bleiben. Geben wir uns erstmal Augenkrebs hier. Da vorne ist er einfach so ein Miniturm. Und da müssen wir hoch. Der scheint. Ist er noch ein bisschen höher? Ja, doch, der ist doch, glaube ich, noch ein bisschen höher. Warum sind die unterschiedlich hoch? Warum keine. Dingsbums. Symmetrie. Okay, hier kann ich mich aber nicht einfach droppen lassen. Da muss ich ein bisschen runter klettern. Und ich kann ich das überhaupt? Ja, kann ich. Fuck. Yay. Yeah. So. Einmal nach hier drüben. Vorne wird wer verkloppt. Ja, es muss warten.
Okay, der hat mal was hinbekommen, was ich vorher irgendwie die ganze Zeit nicht gesehen habe. Meinen, dass ich irgendwann vor Jahren mal so ein Game gesehen habe, wo das irgendwie, wobei es war wahrscheinlich eine Tech-Demo, die wohl irgendwie die Animation von der KI so generieren lassen oder so. Ja, irgendwie sowas, das ist halt irgendwie kontextbasierend, die Animation ist, wie er klettert oder sie. Oder S? Das schon gar nicht mehr. Hier ist Belauschen angesagt. Jei! Was denkt dieser Mann sich? Der Lauschen muss sich doch eine Bank haben, oder nicht? Ist eine Bank? Alter! Die wollen alle weggebombt werden oder so, glaube ich. Bank. Hier ist eine Bank. Kann ich von hier aus? Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Oben? Ach nee, nach unten links, weil wir den noch mitnehmen müssen. Erstmal unten links. Ansonsten. Mit da lang. Dann ist auch wieder die Frage, geht man hier wieder runter oder direkt hier? Nee. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Guck mich nicht an, guck den da an. Der hat mich hier nicht reingeschubst. Jo. Pass auf, wo du hintrittst. Alter, ey. Nein, geht nicht. Ich drehe mich nur um und was passiert dann? Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, gib. Für die Messer. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Mädel. Kleinigkeit. Bitte, ich flehe euch an. Ich weißt du, was man Leuten, die so auf den Senkel gehen, eigentlich empfiehlt? Was habe ich für dich getan? Such eine rote Laterne und geh rein. Euer Leben ist verwirrt. Oh, schade. Frag mich, ob ich hier auch Doppelausschaltung bekomme. Wobei, nee, ich glaube, eine zweite Armklinge bekomme ich nicht. Vielleicht zu teuer für die. Zu teuer für Al-Mualim. So, und wenn du jetzt. Ah, er will nicht von der Treppe fliegen. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Wer ist dafür Alter! Lass mich mal aufzuschlagen in dieser scheiß Kamera. Jetzt stirb! So. Ein Mörder. Ich zeig dir gleich Mörder. Oder mache ich Flickflack mit dem Tomahawk? Tomahawk wird von meinem Fuß weggekickt. Gepriesen sei Salah
Und dann kriegst du ihn in den Arsch. Und merk den Stock. Das ist kein normaler Mord, das ist Rufmord. Weil du wahrscheinlich so hart stören wirst, dass du die ganze Stadt davon benachrichtigt. Kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König wird uns von Abschied der Erde tilgen. Alter. Komm. Endlich. Mann. Wir machen es im Ort, ja. Ich hab gar kein Blut an meinem Schwert. Nee, nee. Das ist rote Farbe. Oder das sind Tholins. Oh. Hä? Ich dann halt nicht. Aua. Nee, 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 nee. Krasse Kamera wieder. Nein. Tschüss. Die denken, die kriegen mich. Ich glaube, die können nicht denken. Ey, 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 nee, 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 nee. Halt, stopp. So, du? Viel Spaß damit. Oh. Oh, shit. Sagte, du hast Spaß damit. Au. Ich krieg dich! Au. Okay, die eigentlichen Leute habe ich umgebracht anscheinend. Auf rum zu kotzen, du Sack. Wir leben einfach beide noch. Schnauze. Ey. Nee, 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 nee. Tschüss. Nee, 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 nee. Tschüss. Weil ich, danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. So ein Schande. Theoretisch? Wait, nee, nee, wait, hier. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Menschen sind umgefallen und gestorben. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Hab keine Zweifel, elender Kampf um unsere Existenz. Ja, gut, warum tut ihr mir das an? Ich hole mir deinen Kopf. Dein Leben. Ja, dein Leben endet, hast du recht. Gut. Kommen jetzt doch noch mehr? Wo? Ja, hau ab, Jarab. So. Bonk. Schlitz. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Okay. Ich schulde euch meine Freiheit. Eine Schuld. Ich hol mir deinen Kopf. Ihr werdet nicht entkommen. Ja, Ungläubiger. So, noch einer. Nee, ich hau ab. Na, und jetzt? Oh. Okay, weiter im Text.
Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Ein guter Mann seid ihr. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Ja, ja, Schneise des Leibes, genau. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen Nee. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Ja, ja. Mach das mal. Seid auf der Hut! Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Holzvogel. Nee, eigentlich jetzt schon. Jo. Ich wollte sagen, ins Wasser darf ich doch gar nicht. Ins Wasser darf ich doch gar nicht. Oh. Verflucht den englischen König. Was wollt ihr? Ah, ist jemand, den man schlagen muss. Niemand ist großzügiger als Abul Nukut. Niemand ist großzügiger, ja, als mein Fuß. Aber die Bücher, die er schreibt, die darf jeder lesen. Seltsam. Warum tut er das? Die beinhalten die Klassiker wie auf dem Weg in deinen Arsch und der Inhalt deines Darms. Jede Woche öffnet er seine Tore für das Volk von Damaskus. Auch dass es seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm. Jo. Bleibt noch eins, ne? Ah, ne, zwei. Wow, wow, wow. Okay, da kommt uns einer zum Boxen, aber das ist auch noch wer, der frei werden muss. Jede Woche öffnet er seine Tore für das Volk von Damaskus. Ich habe doch nichts Falsches getan. Also. Aus dem Weg. Dass die Dicken direkt weg sind. Stopp. Stopp. Ach, Gott. Hau ab. Gegen die Wand. Junge. Der Stein oder die Wand, danke, ist echt die Freundin von allen. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ein Mörder. Das ist ein böses Omen. Oh, dem brauche ich nur zuhören, ne? Sein, aber dann sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Niemand ist großzügiger als Abul Nukut. Jede Woche öffnet er seine Tore für das Volk von Damaskus, auf dass es seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen.
Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Ist das so? Fährt jetzt ernsthaft da durch? Was? Da komme ich aber nicht durch ohne meine Gehilfen hier. Oder ich würde die halt auch wieder umbringen. Ja, beim letzten Mal, dass der Weg frei ist und ich einfach durchrennen kann. Oh, finde ich nett, dass du jetzt zu einem abgelegenen Ort gehst. Nix aufs Maul. Es. Aua. Putz. Nee. Ey. Es ist so langsam. Box. Ich rede. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ha, viel Glück. Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Eieiei. Oh, das ist eine Flogge. Komme ich an die Flogge ran? Wer die Flogge? Oh, hi, Mark. Flop. Jo, ja, gut. Frage ist natürlich, oh, wobei, doch durchkommen sollte ich. Aber die Frage ist, muss ich durchkommen? Muss ich auf diese Seite? Eigentlich ja nicht, scheinbar. Glücklicherweise muss ich es nicht. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Was ist das denn? Hier ist ja nicht so hoch. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Der wusste. Auf langsammeln. Wow. Hey. Alter. Gott. Naja, immerhin bin ich jetzt da. Friede sei mit euch. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Wohin denn? Sag mal. Ja gut. Nach oben? Anscheinend ja. Ich denke mal weiter, ne?
Okay. Das einzig Gute, was ich gerade vom dritten Teil im Kopf hatte, ist, was wollt ihr? Dass man zwei verschiedene Tasten hatte, um eher hoch zu gehen beim Klettern, beziehungsweise beim Sprinten. Und eine, um. Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Das war beim dritten Teil, oder? War das noch beim dritten oder beim vierten Teil? Wenn es beim dritten Teil war, wäre es das Einzige. Das mir so aus dem Kopf ist, was definitiv besser ist. Also, definitiv gut dazugekommen, sag ich mal so. Könnte natürlich sein, dass es erst beim vierten Teil dazugekommen ist. Und dann wüsste ich gar nichts. Alles nur Shit. Immer sich bewegende Sammelgegenstände. Oh shit, wirklich. Ihr seid hier nicht erwünscht. Du auch nicht. Ja, da hinten war das. Das Ding ist, die Leute sind halt Ops. Hier ist eine Mauer offen. Okay. Oh! Hey! Eine türkische Flagge. Sarazenenflagge. Okay. Mehrfach den. Nee, kann ich nicht. Schade. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb kauft ihr Komm, bei mir findet ihr es sicher. Drei Leute, die rumstehen und aufpassen. Ja, Mann, krieg ich. Hey! Junge! Nein! Tschüss! Oh, tschüss. Ja, gut. Dann halt so. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ein wahrer Hero. Wer könnte das getan haben? Ein Mörder auf freiem Fuß. Was hier? Wer hat das getan? Jetzt habe ich wieder ein Meme im Kopf. Das mir sowieso ziemlich oft im Kopf hängt. Was sagen die? Pyro oder sowas. Oder irgendwas seltsames sagt er da. Ich vertraue dem. Was ich dem zutrauen würde, wo ich dem trauen würde, ist eine Mayonnaise sagen könnte. Guck weiter. Mayo de noche. Oh! Das ist fucking Mayo de noche, ey. Ja, aber nee. So, Alter, ihr.
Alle Aussichtspunkte im Nobelviertel von Damaskus erklommen. Was? Achso. Nee. Achso, es ist doch. Informantenherausforderung. Ne? Was hat er denn für Probleme, oder war das gar nicht ihr? Das war er. Halt, wartet, Altair. Ich habe eine seltsame Bitte, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Euer Ziel ist der Händlerkönig, ich weiß. Aber andere in dieser Stadt sind ebenso skrupellos. Aha. Einige Händler in diesem Viertel verkaufen vergammeltes Fleisch. Es ist billig im Einkauf und die Gesundheit ihrer Kunden schert sie nicht. Einige Kinder sind bereits gestorben. Wir dürfen solcherlei Machenschaften nicht dulden. Wärt ihr bereit, dem ein Ende zu setzen? Gammeliges Fleisch zu kaufen ist ja auch nicht wirklich schwer. Oder Feuer. Kann ja auch nicht teuer sein. Ich meine. Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Jetzt soll ich die wieder zerstören? Ah ja, Machstände. Gut, das heißt, ich darf mir wieder Leute graveln. Was wollt ihr? Ich möchte. Ich, Stirb, Ungläubiger! Jemand muss die Augen halten. Oh shit. Steh's nochmal wieder auf. Ich, Weiß nicht. Ah, warum steckt immer dieser Bock, der seine scheiß Waffe wegsteckt hier? Stopp. So, los. Oh, was ist das? Danke, Bruder. Ihr habt zahllose Leben gerettet. Ja, ja. Als Dank gebe ich euch einige Informationen, die sich als nützlich erweisen könnten. Ich habe heute früh zwei Diener des Händlerkönigs belauscht und scheinbar haben sie vor seinen Gemächern ein Gerüst vergessen. Benutzt es, um schneller zu ihm zu gelangen. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten! Erhalt mir 100! Aua. Ja. Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Nein. Nein. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Aha. Ja. Dann, ab zum Büro. Ich würde nur so etwas furchtbares. Oder ich habe jetzt natürlich nicht gesehen. Ja doch, zum Büro. Gute Frage, nächste Frage. Ich habe auch keine Ahnung. Wer war das? Nur wer könnte das nur tun? Nee, nee, nee. Ja, allen Leuten hier C5 oder C6 hier einpflanzen. Ja, oder zu fressen geben, ey. Nanobots. Ja, alles explodieren lassen. Sie fernzünden lassen. Dann sind die alle auf einmal weg. Warum tut er das wohl? Ich frag's mich auch gerade, ehrlich gesagt. Das war echt eine gute Frage diesmal. Warum hat er das nur getan? Warum ist er stummsinnig runtergesprungen? Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Hallo. Sein Name ist Abul Nukut.
Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ja, ich dich nicht. Wenn ihr dann fertig seid, ich habe alle Informationen, um mit der Aufgabe zu beginnen. Ihr arbeitet rasch. Sagt mir, was ihr wisst. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Okay. Ich glaube, du solltest nicht hier mal staubsaugen oder fegen zumindest. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Attack auf den Händlerkönig. Oh wait, doch, das Game ist ja schon einmal gecrashed. Beim ersten Mal? Ist nicht sogar dann auch hier in der Stadt? Oh. Oh Gott. Wird's bestimmt gleich wieder laut. Oha. Boah. Das schwöre ich da gerade, ne? Hab ich gerade wieder drauf gebracht. Zwischendurch bei YouTube Shorts. Gibt's da so, was heißt zwischendurch, aber ich sehe ja irgendwie dauernd so ein Dude, der halt Leute auf der Straße anspricht, von wegen lass mich deinen Jogger raten, gib mir einfach nur packt dann irgendwie 5 Kategorien und die sollen da so ein von 1 bis 5 was sagen. Der will das erraten. Aber er sagt jedes Mal, ich garantiere, ich errate den Job. Ich habe ja nicht einmal gesehen, dass er den Job erraten hat. Das ist so. Alter, wenn du es nicht hinbekommst, dann garantier es nicht. Ach ja, oh Scheiße, da waren hier Leute vor. Das war sehr schwer da reinzukommen. Ja, ja. Irgendwie. Ja, sehr nice. Ist hier irgendwie. Soll ich da jetzt reingehen und ihn umbringen oder was? Oder. Wie oder was? Ja, und jetzt? Ah. Das ist ein... Sein Gesicht, ey. Willkommen! Willkommen! Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer. Oh, Alter. Ganz der Boss. Und die ganzen Ratten, Alter. Sie hat es. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also.
Auf euch, meine Freunde! Ihr habt uns dorthin gebracht, Alter, der wo ihr Fremde. Heute steht. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit! Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend, haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug. Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird. Ja, ja. In der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erleben wird. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. Wait. Du warst direkt vorne, oder? Weg ist zu ihm hoch. Oder kann ich mittlerweile auch. Oh, hier kann ich auch hoch. Gut. Sehen, dass da plötzlich einer nebenan stirbt, ne? Wer hat denn den geschossen? Der ist ja komplett lost. Doch, ey. Hi. Hä? Wer ist sich gerade weggeportet, der Sack? Ach, der ist... Hi, Mark. Ja gut. Ruht in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Alles kann. Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache, um mein Gewissen.
Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute? Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ach, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Ey. Aua. Nein. Nein. Ich nehm dich in Hand und dann... Oh, aua, meine Eier. Und dann so. Und dann so. Nein. Ich sehe sehr viel. Oh. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, ich suche auch nichts. Ich will auch gehen. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Bring. Die wüssten. Und jetzt hier hoch? Haltet wen? Maga! Ja. Ja, was wollt ihr denn? Ja. Kann ich nicht einen Counter machen? Ah, tschüss. Erfolges kam mir zu Ohren. Ja. Abul Nukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat.
Nee. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, werde ich nicht geportet einfach. Ja, Gedächtnisabschnitt 4. Komplett. Controller jetzt wieder. Oh, wir sind wieder draußen. Aufstehen. Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Vielleicht. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Ich glaube nicht. Sein Problem. Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, Sie sind wichtiger, als Sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und Sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Was? Außerdem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist böse. Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Alarm. Lucy. Ja. Miss Dirnan, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Das Sie sollten geht gar sich nicht. Zur Ruhe legen. Wie viele Antworten? Jetzt sofort. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Okay. Wie gesagt, liegt vor mir, ja. Laptops? Schlepptops? Kann ich nicht mit interagieren, richtig? Hier ist eine... Ne? Ein Pfeil. Nee, natürlich nicht. Bitte, Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ja, bleibst halt für immer. Ich kann nicht gehen, solange ich nicht auf Ihrem Zimmer bin. Wobei, stimmt ja, ich kann ja die Tür wieder aufmachen. Ja gut, dann... Ja, mal pennen, ne? Was haben wir hier schon mit? Nicht hier mit interagieren? Nein. Ein Stuhl in der Dusche. Was soll das denn, hä? Ich wollte mir schön die Eier kraulen. Lass mir auch noch auf den Schritt, während ich hier am Kacken bin. Die wollen wahrscheinlich sehen, wie die Wurst da ausgeploppt kommt. Alright then. Let's investigate. Also so wie die dampfen, werden die wahrscheinlich mit Flüssigstickstoff oder so gekühlt, ja? Wahrscheinlich müssten die das auch. Mit der Prozessorgeschwindigkeit, die da wahrscheinlich noch sich erdacht wurde.
Nein, nicht hinterhacken. Nicht hinterhacken. Ah, hinterhacken. Lecker. Passwort eingeben. Zugriff gewährt. Was? Wichtig. Abstärke E-Mail-Netzwerk. Okay, Eingang, Ausgang. Gelöscht. Frage ist, darf ich alles lesen oder darf ich nicht alles lesen? Wir haben gesagt, sie würden kein Problem darstellen und hier ist sie schon wieder dabei, in der Scheiße zu wühlen. Kümmern Sie sich darum, Warren. Sie haben für sie gebürgt, sie sind für sie verantwortlich. Am 1. September bin ich nicht mehr im Büro. Ich komme am 4. Oktober wieder vorbei. Notfällen werden Sie sich bitte an meinen Assistenten Aubrey Jacobs, Anschluss 1003, Fallakte 1394. Mr. Ricken, ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auch 5 Jahre nach der Begebenheit niemand bereit zu sein scheint, mir zu sagen, was mit meiner Freundin passiert ist. Falls Sie befürchten, dass sie vertrauliche Informationen weitergeben würde, wenn Sie diese mit mir teilen, denke ich, dass meine bisherige Zeit in der Firma für sich sprechen sollte. Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Herzlichst. Lucy Stillman. Hans Stillman. Hans Stillman. Spannung wegen der Bohrung in der Antarktis steigt. Die USA und die EU stehen wieder im Kreuzfeuer. Schwerer Kritik. Ihre Entscheidung, gemeinsame Ölbohrinseln in der Weddell Sea zu bauen. Mehrere internationale Organisationen sind gegen die Arbeiten und behaupten, dass diese das antarktische Vertragssystem untergraben. Die Situation wurde durch die Anwesenheit zweier Zerstörer weiter verschärft, die allerdings angeblich nicht wegen dem Bau der Bohrinseln in dem Gebiet kreuzen. Die Hurricane-Saison ist zu Ende, aber nicht so, wie sie denken. Immer unvorhersehbar. Achso, Second News war ja okay. Unvorhersehbare Wettermuster haben den globalen Wetterdienst dazu veranlasst, den Ausdruck Hurricane-Saison zu verwerfen. Die Saison beschränkte sich einst auf die Monate von Juni bis November, da sich aber die Dauer, Frequenz, Stärke und örtliche Konzentration dermaßen gesteigert haben, müssen die meisten Küstenstädte in ständiger Angst vor diesen zerstörerischen Stürmen leben. Start des Ai-Abstergo-Satelliten verschoben. Nach Ai-Abstergo noch letzte Einstellung an ihrem All-in-One-Telekommunikationssatellit vorzunehmen hat, haben sie den Start dieses ersten Satelliten bis zum 21. Dezember verschoben. Sie behaupten weiterhin, dass ihre patentierte Technologie schnellere und zuverlässigere Datenübertragung als die Satelliten der Vorgängergeneration erlaubt, die ja bekanntlich unter Störungen und Verzögerungen litten. Okay, Ausgang. Nichts. Zurück an die Arbeit, bitte. Es gibt eine Deadline. Warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Warum steht doch, von wem sie ist? Sie sagten eben etwas von Enden wie Layla? Was meinten Sie damit? Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen? Danke. Warren, habe heute wieder Ihren Access-Key-Stift auf dem Parkplatz. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden und hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Lucy. Unbekannter Absender. Ich weiß, was sie tut. Ich weiß, was sie getan hat. Ich habe ihn gesehen. Er hatte eine Metallkugel. Die ist aufgegangen. Alle wurden wahnsinnig. Schießen, stechen. Haben sich in Stücke gerissen. Ich weiß, dass ihr es war. Ich habe das Logo gesehen, den Namen gehört. Ich werde es erzählen. Jedem, der mir zuhört. Ihr werdet entdeckt. Sie werden die Wahrheit erkennen. Dann werdet ihr bezahlen. Ihr verrückten Bastarde. Ihr werdet bezahlen. Okay. Vertrauliche Informationen. Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an § 2.15 Ihre Arbeitsverträge erinnern.
Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertrauliche Information Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstattet. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- oder Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwirken. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Loyalität. Und wenn wir die erzwingen müssen. Okay. Ja, alles gelesen. Steht ja sonst nichts drin. Und sonst so? Kann an den Dings noch angehen, ja. Ja. Noch ein Stift. Hat der Stift. Was genau macht der Stift? Ich hatte ja vorher schon einen Stift geklaut. Kann ich damit jetzt woanders noch reinhauen oder was? Abhauen? So. Kann ich hier einfach wieder hinlegen. Gesperrt, da kann ich nicht rein. Aber in die Alpen kann ich nicht rein. Nicht jetzt. Machen wir die Nummer fertig. Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten war. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Ich das überspringen? Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Erfolg. Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Und wie mache ich das wohl? Habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht, das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören.
Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Endlich. Sie wurden degradiert. Schwert verloren. Versteckte Klinge von. Wait, das ist auch verloren? Fuck. Na ja, gut. Muss ich aber erstmal noch. Da kann ich auch. Kann ich noch nicht mal spinnen oder was? Konnte ich echt nicht spinnen? Ja, doch. Ich kann auch nicht erzählen, dass ich nicht sprechen und spinnen und so kann. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Nicht in der richtigen Erinnerung? Ja. Zwei. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. So ein komischer Kauf. Guck dich mal an. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Ja, Pan 1. Das sind Uterbeklauen. Und was das Helden sagt. Was ist denn ihm gefahren? Wovor rennt er denn weg? Ich renne nicht weg. Ich sprinte wohin. Know the difference. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Über den S. So. Muss ja eh nach da oben. Es sieht aus, als würden wir von der Stadt abfliegen. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Sorry. Absicht. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen.
Er geht auch ganz genüsslich in einem abgelegenen Ort und kriegt Faust auf die Nase. Alter. Genug. Ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Mir gefällt gerade nicht dieser Kamerawinkel. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal. Er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr, und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Hey. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. 9. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Seht ihr als Erstes nach Damaskus, okay. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. Wow. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. So. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Ja. Mehrwegschalter. Ach, Mann. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Ja. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst.
Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja, was genau ist mich dumm dann? So. Na, ich muss tatsächlich erstmal noch da direkt hinreiten. Na gut. Er scheint in Eile zu sein. Aha. Das bin ich tatsächlich. Weil ich das für dich haben will. Wo will er hin? Es sieht aus, als würde er gejagt. Der flieht doch. Es sieht aus, als würde er gejagt. Muss man eigentlich auch extra Mucke oder machen. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger auf. Nee, das ist wahrscheinlich. Wenn ich einfach nur, weil es gerade eine Aufgabe ist. Ah ja, gut. Ach ja, schon. Du. Muss mir irgendwann noch ein Soundboard besorgen. Weil ich mich gerade frage, ob ich bald mal für Discord Hotkeys machen kann. Für Discord Soundboard. Wahrscheinlich, oder? Ja, wach. Ey, war alles vollstoff mit irgendwelchen Meme-Sounds. Kopf. Was willst du? Du kriegst gleich den Schwanz von meinem Pferd ins Gesicht. So. Da ist nochmal. Vor euch, weißt du. Das gleiche. Alarm. Ja, dann leck ich doch. Was sagen? Ich guck auch keinen anderen Weg. Nicht mal, ihr könnt ja gerne mich verfolgen nach Damaskus, ey. Ist zwar dumm, aber gut. I guess. Tötet ihn! Wait. Also.
Ja, stimmt. So, jetzt erinnere ich mich wieder. Stimmt, ja. War ja einmal so um so einen Kackteil herumgerannt. Und dann hier, genau. Ah. Komm hier, wir sind hier Jetzt haben sie doch keinen Bock mehr. Na gut. Boom. Erstmal gegen den Baum rennen. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern. Mhm. Ist aber es wird alles auf der Karte angezeigt, weil die Karte noch aufgedeckt ist. Wird sogar direkt wer gemobbt. Das geht ja gar nicht. Wir sind die wahren Söhne des Herrn. Ich habe doch nichts Falsches getan. Hä? Warum du törichter alter Mann? Ja, hallo? Bitte tut mir nicht. Versucht es. Tod, Joe, Mama. Nee, Content kann ich ja nicht. Kommt ja erst später dazu. Greifen kann ich aber schon. Ui. War das der letzte? Ja. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Wo sind die da? Die Kollegats. So, was sagt die Karte eigentlich? Einmal. Ja doch, eigentlich wäre ja so. Dann muss ich ja wieder quer durch Weltgeschichte rein. Dann wäre es wieder. Ah, nee. Ja. Rechts rum. Rechts rum halten gleich. Zitronentee ist jetzt auch fast leer. Zitroneneistee. Der will auch schon wieder raus. Langsam. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Doch. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Ich hier dann. Wait. Das ist nicht so, ich hier wurde er. Nee. Es gibt keinen besseren Kaufmann als mich. Ah, ihr wisst wohl ganz genau. Was tut dieser Narr denn? Ein angenehmer Kunde.
Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Was will ich so angucken, Mann? Seid gegrüßt, mein Freund. Wenn ich euch helfen kann, egal wie, zögert nicht. So, direkt bei der Informantenauswahl. Friede sei mit euch, Altair. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Das heißt nicht weit. Was heißt nicht weit? Macker! Übrigens mein Weg komplett durcheinander, du Stück Shit. Man. Habt ihr genug von schlechten Waren? Kommt zu mir. Meine Waren sind ohne. Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Mhm. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Okay. Na, wenn wir schon mal hier sind, lausch ich mal wen, wa? Hi. Bank. Bam. Da ist Bank. Ja, warte mal einen Moment. Bevor ihr anfangt zu reden. Warum stehst du denn nur so? Sind ihr falsch? Ah, okay. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder? Beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Ist das eine neue oder ist das immer noch die gleiche? Ich glaube, es war eine neue. Ja gut, dann... Ah, nein. Alter ihr, ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen und nun verfolgen sie mich. Bitte beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Richtiger Stieler. Assassinen sind doch nicht zum Stielen da, die sind zum Spielen da. Da kommt der Erste. Richtig. Ich? Da hinten. Das ist der Erste. Ihr wollt es. Ich habe es. Ungläubiger stirbt. Seid gegrüßt. Noch einer? Helft mir, Alter, ihr. Ach nee, von hinten. War tatsächlich dann doch der, oder was? Das wird nicht zu schwer werden.
Klopp. Klopp. Gut. Let's go. Es kommt. Verletzt werden können. Ja, schön. Mir egal. Oh, Kollege, wir sind da. Jetzt sind wir in Sicherheit. Von nun an schaffe ich es alleine. Nehmt dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Tschüss. Next. Nein, ja. Nochmal wieder beklauen. Schön in die Unterbox greifen. Okay. Was mag er haben? Ja, ich weiß es auch nicht. Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Oh. Ja. Es. Karte des Zug. So. Wenn man die Karte schon mal aufgedeckt hat, dann geht das relativ fix, du. Komm mal. Ah, ihr wisst wohl ganz genau. Kommt und seht meine Auslagen. Alles echt neu. Alles zu fantastischen. Ihr seid ein Weiser. Fantastische Preise. Meine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Gar nicht mehr. Wir müssen ihn aufhalten. Unbedingt. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Tretet näher. Höret, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohne Gleichen. Aber mit ganz viel Leichen. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Tretet näher. Höret, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohne Gleichen. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Okay. Na, wo geht er hin? Ich kenne euch nicht, lasst mich in Ruhe. Alter. Bist du von mir? Habt ihr etwas zu sagen? Ja. Hab ich. Meine ist ja auch meine Aufgabe, eigentlich was zu sagen zu haben. Bleibe er stehen und fresse Faust. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle, sonst nichts. Wow. Wie schade.
Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Salah al-Din. Heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders. Unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Für immer. Für immer dumm, mein lieber Mann. Für immer dumm. Nein, nicht die Partisanen. Nicht die Party. Ja, wait, sind hier. Sind, glaube ich, tatsächlich noch keine Bogenschützen auf der hier. Doch, da oben ist eine. So. Alter, ihr. Yes. Schön, euch zu sehen. Und ja, schön, Stück. Dich nicht zu sehen. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Ja, was ich habe dich auch vergessen, das bis vor kurzem. Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Danke für nichts. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Was ist mit deinem Gesicht los? Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Junge! Bleibt der Lachs bei ihm. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Alter. Altair, mein Freund. Stimmt was nicht? Ist Tamir verspätet? Hat er die Stadt verlassen? Ich wollte das dein Gesicht nur untersuchen. Ah, nun denn. Warum kehrt ihr so bald zurück? Wartet. Antwortet nicht. Wer bin ich, um eure Wege in Frage zu stellen? Egal, wie fragwürdig euer Ansatz auch sein mag, er wird von Erfolg beschienen sein. Gut. Let's kill some idiot. Upp. Dich jetzt eigentlich. Doch, ich hatte dich doch. Ich war leider nicht konnte, deswegen mich. Ja, wo ist das hier? Ach, okay. Wenn ich wohl in der neuen Phase einfach nochmal hingucken können. Er beobachtet, er lauert. Er ist ein Bauer. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Das dritte Mal. Was seid ihr? Weder noch.
Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Ha, einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Aha. Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit, bitte. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Na, einfach stümper! Wo? Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Gut. Stadtalarm. Hä? Leben einfach an meinem Arsch oder was? Ja, springt mal von den Dächern runter. Die Nase jetzt nicht jucken täte. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank.
Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Sie wurde eliminiert. Perfetto. So, bin ich jetzt automatisch wieder außerhalb oder wie oder wie? Was? Ah ja, Tatsache. Na ja, gut. So, Gedächtnisabschnitt 4 und ich. Was ist das da? Erinnerung gesperrt. Ist das Ei wahrscheinlich hier? Alle Templer töten, ja. Templer töten und Hospitaliterflaggen, deutsche Ordensflaggen, aber die anderen hier, 100er. Uiuiui. Aber es heißt ja im Endeffekt, dass ich das... Nein, shit. Ich das generell auswähle, ja. Und die sind denn da nur, um das zu überwachen oder was? Die sind ja dann nur zum Überwachen daneben. Was sind das für welche? Kann ich hier nochmal rein? Ach so. Junge. Sie hat sich umgebracht. Irgendwas mit einer Beziehung mit einem Jungen namens Neumann. Wenn sie sich aus Firmenangelegenheiten rausschloss damit. Miss Dimmen. Leider sehe ich mich außer Stande, ihre Anfrage weiter zu bearbeiten. Ich habe Alan Rick in den CC gesetzt. Oder wenden Sie sich mit allen weiteren Fragen an ihn. Vielen Dank. Verstehe nicht, Nancy, ich verstehe nicht, warum diese Informationen so schwer zu bekommen sind. Ich habe noch nie von einer Firma gehört, welche die Fähigkeit hätte, den Bericht eines Gerichtsmediziners Firmeneigentum zu erklären. Das ist lächerlich. Sie war meine Freundin, ich will nur wissen, was mit ihr passiert ist. Okay. Miss Dillman, es tut mir leid, aber ich habe kein Recht, über diese Angestellte oder die Umstände ihres Verlassens der Firma zu sprechen. Liebe Nancy. Ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes einer ehemaligen Angestellten zu erkundigen. Elena Marino, ich weiß nicht, ob sie in der vergangenen Zeit bereits bei uns bearbeitet wurde. Bei uns gearbeitet haben. September 2007. Es gab anscheinend irgendeinen Unfall, aber ich kann keine weiteren Informationen zu diesem Fall finden. Das Büro des Gerichtsmediziners deutet an, dass ihre Akte versiegelt wurde. Wenn es sich um einen Selbstmord handelte, warum werden die Informationen dann so vertraulich behandelt? Herzliche Grüße, das ist immer. So, okay. Sorry. Okay. Weiter unten ist das. Weiter oben ist das aktuelle. Nicht zurück an die Arbeit, also es gibt eine Deadline, warum muss das eben bla. Irgendeine Erinnerung. Andere Städte von Amsterdam, das ist nicht über die Firma. Ja, okay, ja. Und ihr Stift. Überlegen Sie ihn auf mein Schreibtisch. Achso, das hatten wir bei dem anderen schon. Ausgang. Mr. Ricken, ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auch 5 Jahre nach der Begebenheit niemand bereit zu sein scheint, mir zu sagen, was mit meiner Freundin passiert ist, falls Sie befürchten, dass ich vertrauliche Informationen würde, wenn Sie diese mit mir teilen, denke ich, dass meine bisherige Zeit in der Firma für sich sprechen sollte. Achso, ja, stimmt, das haben wir auch gesehen. Ja, aber das ist ja nichts Neues. Ja gut, aber dann wiederum muss man sagen, den Stift ihm aus der Tasche zu klauen, das hätte man vielleicht übersehen. Aber der Stift, der liegt hier und das wäre es hier ja gerade Premium-Moment, sich hier mal umzugucken. Ne? Wobei man das ja vielleicht gar nicht... Was hatte ich den Code dafür bekommen? Der ist doch... Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ja, ich denke, man kann sich hier hinlegen und dann... Würde ich mich gerade ehrlich gesagt am liebsten auch hinlegen. Oh, what the fuck ist das? Der nächste Morgen. Ich habe ordentlich geschwitzt anscheinend. Oder die Hose ist einfach nur sehr seltsam gefärbt am Arsch. Ich hab sie schon vermisst, Doc. In den Animus. Ja, nee. Erstmal nicht. Das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung. Ui. Keine Ahnung, wann der Arti da wiederkommt. Oh. Für mich ist auf jeden Fall jetzt erstmal Ende. Wir hören uns dann wahrscheinlich... Ich denke mal später, wenn Arti dann wieder da ist, dann holen wir nochmal... War der Plan eigentlich? Nostagaia nachzuholen? Oder zu machen? Mal schauen. Schauen, wie es dann im Endeffekt ist. Man weiß es ja nie. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Mittwoch. Ich kann nicht bestätigen, ob Mittwoch ist. Ich denke, es ist Mittwoch, sonst würde ich nicht spielen, sonst würde ich überhaupt nicht spielen. Wie gesagt. Bis dahin. Tschüssi.